Kommt zurück zu Binding of Isaac. Beim letzten Mal haben wir ja mit dem blauen Baby, glaube ich, gespielt. Und ja, da musste ich ja schmerzlich feststellen, dass das Polaroid, sag ich schon, die Bibel nicht funktioniert in der, in dem Sheol bei Satan. Und ich würde sagen, heute spielen wir mal eine Runde mit Judas. Ich wollte nicht schon wieder Maggie ausprobieren. Maggie ist eigentlich immer so super safe. Und mit Maggie kann man eigentlich auch so einige Runs easy gestalten, aber irgendwie hatte ich da jetzt keine Lust drauf. So, was haben wir hier? Justice, jawohl. Sehr gut, schon mal ein paar Items gekriegt. Blaues Herz ist immer cool, da man ja mit Judas auch nur ein Herz hat am Anfang, ist das schon ganz knorke. So, wir hoffen mal, hier ist direkt was Tolles drin. Es ist der Rosenkranz und der gibt uns ein Damage Upgrade. Und das ist der Blut vom Märtyrer. Das Blut eines Märtyrers. Ich weiß gar nicht, wie viel. What? Da muss ich jetzt mal direkt nachschauen. Da müsst ihr euch jetzt mal kurz gedulden. Denn ich habe mal wieder nicht Platinum Gold vorher angemacht. So, dann wollen wir mal gucken. Blatt. Da ist es doch. Ein Damage adds 1,5 Damage Multiplier only if the player also has the Devil Card Book of Belial Effect. Cool, das heißt Book of Belial und das, ey, das funktioniert ja doppelt. Das ist nice. Das heißt, Book of Belial können wir auf jeden Fall jetzt eigentlich permanent behalten. Und das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, mit dem blauen Herz. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nur auf Leben gehen. Schaden haben wir genug. Leben und Attack Speed. Das sollte jetzt hier unser unsere Auswahl sein. Das ist natürlich nicht so sneaky. Oh, wir haben echt schon guten Damage. Warum ist denn die erste Ebene so groß? Verstehe ich gar nicht. Heck. So, komm her da. Pest. Stirb. Mein Gott, er holt hier seine Viechers. So, nochmal eine Karte. So, was kriegen wir für eine Karte? Was ist das? The Lovers. The Lovers bringt uns einfach nur zwei Herzen. Ist jetzt nicht so cool. Aber vollkommen okay. Man muss dazu sagen, dass die Herzen auch immer rot sind. Das heißt, damit können wir keine blauen Herzen bekommen. Es sei denn, wir haben den Mithra-Effekt. Da bin ich mir nicht sicher. Wenn wir Mithra haben, ob wir dann auch ein blaues Herz dadurch bekommen können. So, hier haben wir schon mal alles aufgedeckt. Und das erste Item war wirklich ziemlich cool, muss ich sagen. Gab ein Damage-Upgrade und gleichzeitig dann auch einen super Effekt zusammen mit dem Book of Belial. Das werden wir jetzt auch mal machen. Wow, der Damage ist echt ziemlich strong. Wow, der Schaden ist ja richtig heftig. Das ist natürlich nicht schlecht. Alles klar, Little Steve gibt uns einen kleinen Begleiter, der unseren Schaden, der auch Schaden macht. Nicht unseren Schaden erhöht, sondern der schießt auch Kugeln, wenn wir Kugeln schießen, und er schießt Kugeln, die verfolgen. Das sind diese lilanen. Ja, mit dem Schaden kann man echt schon ganz gut arbeiten, finde ich. Mal gucken, was wir sonst noch so finden werden in den nächsten Ebenen. Zack. So, wir versuchen mal, möglichst nicht getroffen zu werden. Das wäre doch mal was Schönes. Zack. Da ist schon mal ein blauer Stein. Wir bräuchten eine Bombe. Das wäre ziemlich geil. Schlüssel haben wir zum Glück noch. Wir machen mal hier die Kackhaufen kaputt. Ich habe ja schon gesagt, da kann immer mal eine Münze drin sein. Gut. Das war der sogenannte Vorführeffekt. So, die sind natürlich auch kein Ding. So, sehr gut. Und hier haben wir noch einen Begleiter, nämlich Bruder Bobby. Der schießt auch Kugeln, und zwar normale Kügelchen.
Und das ist doch gar nicht mal schlecht. Da haben wir schon mal zwei Begleiter gefunden. Leider haben wir keine Bombe. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber mal gucken, was wir jetzt hier beim Boss bekommen. Das ist erstmal Monstro. Wir werden jetzt direkt wieder das Book of Belial benutzen. Alter, der Schaden ist ja der Wahnsinn, Alter. Holy shit. Also man lernt auch immer wieder neue Sachen hier in Binding of Isaac. Gerade mit Platinum God, das ist so eine schöne Seite einfach. Man lernt da so viele neue Sachen, die man einfach vorher nicht gewusst hat. Das ist richtig nice. Hier können wir einmal entweder den Pakt mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wir über den Damage hinaus können. Ich glaube fast nicht. Von daher lohnt es sich eigentlich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Pakt, warte mal. Das ist der Pakt. Der gibt uns zwei Seelenherzen. Das ist schon mal nice. Ein Damage-Upgrade, ein Tears-Upgrade. Ein Tears-Upgrade gibt er uns auch noch. Okay, dann werden wir das mitnehmen. Denn es ist nicht nur ein Damage-Upgrade, sondern auch noch eine Attack-Speed-Upgrade. Oh ja, das ist doch schon ganz nice, muss ich sagen. Gut, das hat sich schon mal ganz gut gelohnt. Und ja, mal gucken, was wir dann so in den nächsten Ebenen kriegen. Ich hoffe, wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht so oft getroffen werden. Denn jetzt haben wir nur diese... Wow, der Damage ist echt richtig strong. Das ist wirklich ein übelst krasser Schaden, den wir jetzt schon haben. Damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten. Ja, natürlich ärgerlich, dass wir da getroffen wurden. Das ist der Büstenhalter von Mom. Der BH, der, weiß ich gar nicht, ich glaube, der betäubt die Gegner. Och, komm schon, Peric. Das ist aber hier wieder ein bisschen Crap, was du da machst. Bisschen sehr viel Schaden genommen. So, wir gehen mal direkt zu Shabby. Shabby, ist ein ziemlich einfacher Boss. Boah, der Schaden von uns ist wirklich gigant. Oh Gott. Wir müssen da echt langsam mal aufpassen. Ja. So, hier kriegen wir noch ein Range-Upgrade. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir werden auch mal den Shop betreten. Da sind immer mal blaue Herzen drin. Ja, das ist alles nicht so super klasse. Dass ich mich so oft treffen lassen habe jetzt schon wieder, das ist, ja, weniger gut. Aber wir haben jetzt mal die Karte The Lovers benutzt. Sehr gut, weiter geht's. Okay. Langsam muss ich mich zusammenreißen. Und da ist schon mal ein blaues Herz, das nehmen wir natürlich mit. Die Batterie ist ganz cool eigentlich. Da kann man dann öfter auch das Book of Belial benutzen. Der Pushpin macht unsere Schüsse ab und zu spektral. Kann ich vielleicht einmal hier zeigen. Ja, da sieht man es, da kommt so eine Spektrale. Da ist ein Kompass drin, das ist sehr schön. Den werden wir uns mal mitnehmen. Können wir eigentlich direkt auf. Der Damage ist echt schon ziemlich nice. Also wir müssen echt wirklich nur gucken, dass wir hier. So schnell wie möglich ein paar Herzen bekommen. Denn der Schaden ist echt nice. Also da brauchen wir eigentlich nicht viel dran ändern. Deswegen werde ich jetzt auch erstmal nicht mehr die Teufelsräume betreten. Sündenräume sowieso nicht. Ich hoffe, wie gesagt, wir kriegen noch ein paar Live-Upgrades. Bei den Bossen ist das ja immer durchaus möglich. So, mit Judas sieht es auch folgendermaßen aus. Wir können auch mit Judas noch in das Sheol gehen. Da ist schon mal ein blaues Herz, das ist nice. Das heißt, wenn wir 5 Münzen haben, dann werden wir hier auf jeden Fall nochmal reingehen. Dann haben wir 3,5 Herzen. Sollten auf jeden Fall gucken, dass wir diese auch behalten. Es wäre natürlich so ein Mitre oder sowas noch ziemlich cool. Die haben auch komischerweise schon wieder diesen
Schon wieder diesen Curse. Curse of the Darkness einfach schon ein weiteres Mal. Zwei blaue Herzen. Na, das ist doch mal sehr schön. So, da können wir uns schon mal die Münze holen. Das ist nice. Aber ich glaube, mit Judas hat man generell eine höhere Chance auf diesen Curse. Oder auf generell einen Curse. Ob es jetzt Labyrinth ist oder Lost oder Darkness. Da hat man auf jeden Fall eine höhere Chance. Dann wollen wir mal schauen. Was haben wir denn hier? Bomben. Das können wir doch eigentlich mal mitnehmen. 10 Bomben und eine schicke Zündschnur für den Kopf. Ja, eine Bombe brauchen wir, eine Münze brauchen wir noch. Oh, das war nicht so cool. Ein HP-Upgrade würde ich mir auch wünschen. Vielleicht noch der eine oder andere Kampfraum hier zur Verfügung. Alles nicht so super sneaky. So. Wir gehen erstmal zum Boss. Und das ist Gurdy. Der alte Gurdy ist eigentlich ganz simpel. Wir machen zuerst die Leertaste. Back. Oh. Da muss man immer gucken, dass man den hier so ein bisschen ausweicht. Aber das ist auch gar kein Ding. So, der Speed. Durch den Wundenspoon gefällt uns auch sehr gut. Das heißt, wir können uns jetzt noch schneller bewegen. Und jetzt müssen wir mal gucken. Hier könnte eventuell der Secret Raum, glaube ich, sein. Nein. Ach nee, Quark. Da oben war ja gar nichts. Wo könnte er sein? Hier könnte er, glaube ich, sein. Ja. Sehr gut. Das ist sehr schön. So, jetzt haben wir schon mal hier ein paar Münzen, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich weiß gar nicht, waren wir in jedem Raum? Also wir können uns ja noch das blaue Herz holen, das habe ich nicht vergessen. Keine Sorge. Das werden wir uns auch noch holen. Und ja, generell ist immer noch sehr, sehr wenig. Also, wenn wir super safe spielen, dann können wir es eventuell schaffen, auch mit den Items jetzt momentan. Aber wir möchten natürlich trotzdem noch ein bisschen mehr Items bekommen. So, zack. Das können wir nicht gebrauchen. Super Envy, okay. Da werden wir mal unser Buch benutzen. Machen wir schon. Ah, unser Schaden ist echt ziemlich strong. Also da kann man auf jeden Fall gut mit arbeiten. Und eine Bombe dazu gekriegt. Das ist doch auch mal ganz okay. So, das heißt, in der Ebene haben wir jetzt alles abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob, wenn wir jetzt so ein Item zum Beispiel, sagen wir mal, wie Dr. Fetus bekommen würden, ob sich das überhaupt lohnen würde mit unserem Itembild. Denn wir haben jetzt mit dem Book of Belial eigentlich so eine übelst krasse Schadensquelle. Wenn wir das aktivieren, dann ist echt Rambazamba in der Haus. Dann machen wir richtig viel Damage. Und deswegen glaube ich, lohnt sich Dr. Fetus eigentlich gar nicht. Ich sag mal, das Item an sich ist cool. Aber dann wäre es auch cool, wenn man fliegen könnte. Boah, wir haben mal keinen Curse. Sehr gut, er hat sich einfach selber weggekloppt. Sehr gut, so. Dann schauen wir uns mal an. Das ist Poison Touch. Der rote, wenn wir berührt werden, dann machen wir Schaden am Gegner. Kann man auch sehr gut mit dem Polaroid nachher verbinden. Genau, langsam diese unangenehmen Gegner los. Die sind natürlich eher dagegen ein bisschen crappy. Na komm ran.
Trick ist immer, sie einmal anzulocken und dann hinten aufs Gehirn zu ballern. Das ist eigentlich relativ